Wie werden wir gegen die Nachrichten, die sich online verbreitet haben, ankämpfen? Der Boss der Organisation ist enthüllt. Hallo und willkommen zu meinem Review von Detective Conan Episode 942, Fall 291. Maria Giano Sagase, Cohen. Bevor ich anfange, wie immer, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich arrigatore mich für jede Unterstützung. Ja, da haben wir endlich den lang ersehnten Fall, wo der Boss, die Organisation, enthüllt wird. Und es gibt eine kleine Sache, die mich minimal stört. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich gerne noch über die Folge selber sprechen. Was ich wirklich, wirklich sehr gefeiert habe, ist, dass Ran es anerkannt hat. Einfach so, gut. Sie ist rot geworden, aber sie ist dazu gestanden, dass Shinichi ihr Freund ist, ihr Boyfriend. Und das ist absolut Hammer. So, genau so macht man eine Charakterentwicklung, so stellt man eine Beziehung auf. Und das ist Hammer. Sie hat das gemacht, obwohl Sonoko sie sogar aufgezogen hat und einfach ganz locker dagegen argumentiert hat. So, ja, stimmt ja. Und sie hat recht. Und genauso macht man das. Und daran sollten sich sehr viele Romanze/edgy Anime eine Scheibe abschneiden. So baut man eine Beziehung auf. So führt man die, nachdem sie entstanden ist, weiter. Und alleine aus diesem Grund feiere ich diese Episode extremst. Und es war auch ziemlich kawaii, als dann Heiji einen Weg gefunden hat, um die ganze Sache drumherum, dass es ja doch nicht Shinichi war, den man da gesehen hat, sondern eben Okita, der, wie Heiji felsenfest behauptet, wie Shinichi aussieht, wo ich sagen muss, deshalb hat man das so gemacht. Aber ich denke mir nur so, wirklich, man musste einen Shinichi-like Charakter zeichnen, um das zu umgehen. Gut, es gab dann noch eine andere Möglichkeit, wie sie es tatsächlich und viel glaubwürdiger umgangen sind, dank den Eltern von Shinichi. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich dachte mir bei der Hattori-Sache einfach nur so, yo, soll das jetzt die Erklärung sein, weil irgendwie, what the fuck, da müssen wir ein bisschen ranzoomen und man wird schon merken, dass das Bullshit ist. Und auch die Organisation ist ziemlich, ziemlich hellhörig geworden, wie man auch gesehen hat. Denn Babon hat eine Mail von Rum bekommen. Das heißt, die Organisation ist jetzt Shinichi auf der Spur. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte war, dass eben Ran so mega kawaii war, weil sie, als sie diese Nachricht da erfahren hat, selber kurz gezweifelt hat. So, war das wirklich nur vorgestellt? War Shinichi wirklich gar nicht da? Und dann auf ihr Handy blicken musste, die letzte SMS von Shinichi gelesen hat und sich gefreut hat. Das war wirklich Hammer. Was ich nicht so Hammer fand, war, dass Haibara sich dann doch umstimmen hat lassen, bei dem Maria-Chan-Fall Conan zu fragen, dass er das Ganze doch löst. Weil das Rätsel war schon relativ schwach. Ich habe schon gewusst, wie man es löst. Gut, man muss dazu sagen, man hat es im Opening-Teaser schon ein wenig gesehen, von daher war es jetzt unter Umständen deshalb schon vorhersehbar. Aber trotzdem, ich hätte eigentlich gehofft, dass der Haibara etwas sturer ist, wie sie es ja sonst ist. Was ich an solchen Fällen, wie es jetzt da mit dem Maria-Chan-Fall war, wirklich bemängeln muss, ist, sie haben sie ja dann in dem Raum schlafen gefunden, nachdem sie selber jedes einzelne Rätsel gelöst hat. Und da frage ich mich nur, großes, großes Fragezeichen, hat die etwa, nachdem sie alles gelöst hat, also jeden Raum, das alles wieder so zurückgestellt, wie es war? Weil eigentlich, wenn man so ein Rätsel durchmacht, dann würde man ja alles so belassen, wie es ist. Und die Detective Boys würden eigentlich vor der gelösten Sache stehen. Also warum ist alles resettet worden? Das macht bei solchen Rätseln, wie es ja so oft der Fall ist bei Conan, einfach keinen Sinn. Das ist irgendwie nur so, ich finde den Hahn herbeigezogen. Wie siehst du's? Gerne abstimmen unten in die Kommentare und Bewertung dalassen. Danke. Aber um wieder zum Hauptfokus, zum Fleisch der Episode zu kommen. Das mit der Organisation war Hammer, weil wir haben alle drei Rum-Kandidaten gesehen. Und alle haben auf ihren Bildschirm geblickt. Somit weiß man gar nicht,
wer von den dreien es jetzt ist. Und ich habe auch schon mal, und ich habe auch schon einige Theorien gemacht, wer von unseren drei Hauptkandidaten denn rum sein könnte. Wenn du es noch nicht gesehen hast, Infokarte sollte gleich oben rechts aufpoppen. Und ich muss auch sagen, so als kleine Nebensache, in meiner Recherche zu diesen Videos, zu diesen Theorien, wurde ich schon lange gespoilert, wer der Boss der Organisation ist. Somit hatte es für mich nicht mehr diesen selben Impact, den es wahrscheinlich gehabt hätte, wenn ich komplett blank, komplett unwissend an die Sache rangegangen wäre. Hat es das für mich etwas abgeschwächt? Ehrlich gesagt ja, und ich hätte eigentlich mir gewünscht, es komplett vergessen zu können. Was leider nicht möglich ist. Leider. Denn wir erfahren in dieser Episode nämlich, wer der Boss ist. Nämlich, und jetzt kommt der Name, es ist Karasuma Renya. Der Millionärtyp, der angeblich schon längst tot ist und sein, ich nenne es jetzt mal Debüt, in Episode 219, japanische Zählweise, hatte. Und das finde ich wirklich Hammer. Weil es gab da mal online einen April-Scherz von einer Gruppe von Leuten, die gesagt haben, Karasuma Renya ist der Kopf der schwarzen Organisation. Und meines Wissens nach, zu der Zeit, war das Wissen, dass er es wirklich ist, nicht bekannt. Und die haben es nur als April-Scherz gemacht. Und dass sich dieser Scherz dann im Endeffekt als Wahrheit rausgestellt hat, finde ich schon irgendwie genial. Ich feiere es extremst. Das Einzige, was mich an der Auflösung, wer denn der Boss ist, ein wenig gestört hat, war, wie Shinichi darauf gekommen ist. Weil durch das Rätsel mit Maria dachte ich mir eigentlich so, okay, vielleicht denkt er selber nochmal darüber nach und kommt so darauf. Und philosophiert vielleicht im Endeffekt nochmal eben mit Shuichi. Aber so war es dann leider nicht. Sondern die Auflösung war die, dass nachdem Yusaku und Yukiko eben nach Japan zurückgereist sind, dass ihm sein Vater nochmal diesen Denkanstoß gegeben hat mit dem Haneda Koji-Fall. Ja, okay, Akai hat indirekt eine Rolle gespielt, aber trotzdem, ich fand es schon ein wenig schwach. Gut, das könnte daran gelegen haben, dass ich eben schon wusste, wer der Boss ist und mir schon selber was zusammengereimt habe, wie cool es denn sein könnte, weil mehr habe ich mich nicht spoilern lassen. Ja, ich hatte mir einfach mehr erwartet. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, wie es gekommen ist, aber naja, das eigene Headcanon ist da, denke ich mal, immer ein Stück stärker. Und was ich noch erwähnen möchte, was ich sehr interessant fand, was mir eingefallen ist, und zwar, es hat, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich, wirklich stimmt, aber ich habe mal vor ein paar Jahren gelesen, dass Gosho Aoyama gesagt hat, dass wenn man sich Episode 345 ganz genau und aufmerksam ansieht, dann kann man erkennen, wer der Boss der schwarzen Organisation wirklich ist. Und das finde ich interessant. Ich werde definitiv mir in den nächsten Tagen die Folge nochmal genau ansehen, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Und auch wenn es in nächster Zeit wieder Filler-Folgen geben wird mit Conan, ist mir persönlich derweil noch nicht klar, wie viele es bis auf die dabei drei Bekannten geben wird. Und ich predikte einfach mal, dass wir wieder weiteren Organisations-Content, BO-Content kriegen werden, in spätestens 5 bis 10 Filler-Folgen. Vielleicht sogar auch schon nach diesen drei Folgen. Ich würde es auf jeden Fall extrem gut finden. Und was ich noch viel besser finden würde, wäre, dass sie daraus endlich mal wieder ein BO-Special machen. Weil ich bin sicherlich nicht der Einzige, der Episode 345 und 425 sowas von feiert. Nachdem sie selber jede und philosophierte aber für sich eigentlich hinaus wollte, war das wirklich nur eine Hallo, wie werden wir gegen die ausgebreiteten Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.